Geld verdienen im Internet Teil 3, wie du deinen Funnel aufsetzen musst. Ja Leute, herzlich willkommen zum dritten Teil in unserer Serie Geld verdienen im Internet. Ich habe euch gesagt, ich mache eine Serie darüber, wie man eben Geld verdient, und in den ersten beiden Teilen haben wir uns angesehen, also Teil 0 sozusagen, ja, weil es eben nicht wirklich Teil 1 oder weil es eben kein wirklicher, nicht um die Umsetzung geht. In Teil 0 habe ich euch gesagt, was für ein Mindset ihr braucht, wenn ihr ein richtiges Business aufbaut. Also wir reden hier nicht von einem Business, welches mal ein paar Jahre funktioniert oder ein paar Tage und dann abstürzt, sondern wir wollen ein langfristiges Business aufbauen. Ja. Das war Teil 0. In Teil 1 habe ich euch dann erklärt, wie ein Markt funktioniert, beziehungsweise welche Märkte es gibt, in denen ihr euch ein Business aufbauen könnt. In Teil 2 habe ich euch dann erklärt, welche Geschäftsmodelle es gibt. Ja. Grundlegenden werde ich jetzt in den kommenden Videos mit einem bestimmten Geschäftsmodell weitermachen, als Beispiel, und zwar mit dem Erstellen und Verkaufen von Infoprodukten, weil es in meinen Augen wirklich eines der besten Geschäftsmodelle ist für einen Anfänger zum Starten, weil ihr eben, ja, wie gesagt, ihr habt eine sehr hohe Marge, ihr könnt sofort anfangen und so weiter, aber ihr müsst es nicht machen. Also ihr könnt wirklich die Serie global anwenden auf fast jedes Business. Ich möchte einfach nur als Beispiel hier das Thema Infoprodukte verwenden, ja. Okay, Infoprodukte. So, was ist jetzt der nächste Punkt oder was machen wir jetzt, nachdem wir unser Geschäftsmodell ausgewählt haben, in diesem Beispiel jetzt Infoprodukte? Jetzt müssen wir als allererstes erst einmal festlegen, wie wir unseren Funnel aufbauen. Ja? Was ist überhaupt ein Funnel? Ein Funnel ist nichts anderes als ein Trichter. Das heißt also, im Marketing spricht man immer von einem Funnel, heißt also ein Prozess, den ein Besucher vom Besuch der Webseite bis zum Ende durchläuft. Ja? Und da gibt es eben verschiedenste Sachen. Man kann jetzt hier natürlich extrem komplex werden, stundenlang darüber sprechen. Ich möchte es aber wirklich simplify halten am Anfang, weil wir eben wirklich eine Serie machen wollen, die greifbar ist, auch für Anfänger und aber auch für Profis. Da könnt ihr euch auch was mitnehmen, beziehungsweise für Leute, die schon ein wenig weiter sind. Ja, von daher halten wir es simpel und beschränken uns am Anfang auf zwei Sachen. Ja. Ihr habt die Möglichkeit, entweder, und darauf möchten wir uns jetzt beschränken, einen direkten Verkauf zu machen am Anfang, wenn derjenige auf eure Webseite kommt, oder aber die E-Mail-Adresse einzusammeln und später zu verkaufen. Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Ja, weil das, wie gesagt, es gibt unglaublich komplexe Funnel und darauf gehen wir auch noch später ein, wie ihr euren Umsatz maximiert, aber jetzt wollen wir erstmal simpel bleiben. So, was sind eure Möglichkeiten, die ihr habt letztendlich? Diese beiden, damit wollen wir anfangen. So, was sind die Vor- und Nachteile? Ganz einfach. Wenn ich direkt verkaufe, ist natürlich der größte Vorteil ist für mich, oder ja, fangen wir mit dem Direktverkauf an. Wenn ich direkt verkaufe, ist der größte Vorteil für mich, dass ich direkt verkaufe. Ja, das heißt also, ich sehe schwarz auf weiß, wie viel bringt mir ein Besucher ein. Wenn ich jetzt 100 Besucher habe und einer kauft, habe ich eine sogenannte Conversion Rate von 1%. Das heißt, ein Besucher von 100 kauft. Und wenn ich einen fixen Kundenwert, beispielsweise wenn ich nur ein Produkt habe oder keine Upsells und so weiter, dann habe ich beispielsweise einen fixen Kundenwert von 50 Euro netto. Ganz banal gesagt, das heißt also, ich verdiene auf 100 Besucher 50 Euro, das heißt also auf jeden Besucher 50 Cent. Das ist also ganz, wenn du direkt verkauft, habt ihr ein ganz klares Ergebnis. Nachteil ist natürlich, dass ihr beim Direktverkauf erstmal kein Vertrauen aufbauen könnt zu eurer Zielgruppe. Ein weiterer Nachteil ist, dass ihr natürlich auch keine Möglichkeit habt, ihr habt Möglichkeiten, diejenigen zu erreichen, die nicht direkt kaufen, und zwar über sogenanntes Retargeting. Dazu aber später mehr. Aber generell habt ihr also nur wirklich diese eine Chance, jemanden direkt in einen Kunden zu verwandeln, und wenn ihr es nicht hinbekommt, dann ist er eben weg. Ja? Und das wollen wir natürlich nicht, also beziehungsweise das wollen wir natürlich nicht, aber in gewissen Märkten, im Fitnessmarkt ist es oft so, muss man direkt verkaufen. Also da lohnt es sich eben nicht, die E-Mail-Adresse einzusammeln, beziehungsweise ist es auch wieder abhängig von der Traffic-Quelle, also von der Quelle, wo ihr die Besucher herbekommt. Und wie gesagt, das ist natürlich ein unglaublich komplexes Thema und ich versuche es jetzt wirklich so greifbar wie möglich zu machen, euch wirklich an das Thema ranzuführen. Ja? Heißt also, Möglichkeit 1, wir verkaufen unser Produkt direkt über eine sogenannte Sales-Page. Ja? Möglichkeit 2, wir schicken denjenigen auf eine sogenannte Lead-Profit-Seite oder Opt-in-Seite und geben ihn etwas kostenlos, so wie ich das am Ende jedes YouTube-Videos mache. Ich werde vollkommen transparent zu euch sein. Am Ende jedes YouTube-Videos biete ich euch an, eure E-Mail-Adresse einzutragen und dann eben etwas kostenlos dafür zu erhalten. Das ist auch nicht verwerflich. Ja? Da wer sich da beschwert, der braucht die Videos nicht angucken oder wie auch immer. Ja, also ihr gebt eine E-Mail-Adresse her und dann habt ihr im Nachhinein in eurem E-Mail-Marketing und so weiter, habt ihr die Möglichkeit, demjenigen Angebote zu machen.
das Gute daran ist oder der Vorteil davon ist, ihr habt also wirklich die Möglichkeit, Vertrauen aufzubauen. Ihr habt die Möglichkeit, euren Kunden nachträglich zu erreichen. Ihr habt die Möglichkeit, habt ein weiteres Medium, ja, womit ihr euren Kunden erreichen könnt, nämlich die E-Mail-Adresse. Ja, wenn ihr jetzt sagt, okay, E-Mail-Marketing, funktioniert das überhaupt? Das höre ich sehr, sehr oft, wenn ich also wirklich Leuten auf einer Party oder sowas davon erzähle, ich rede jetzt nicht auf Partys von E-Mail-Marketing, aber wenn es mal dazu kommt, dass ich mich wirklich mit jemandem über Business unterhalte und dann wir sprechen über E-Mail-Marketing, ist es oft so, dass die Leute sagen, funktioniert das denn, E-Mail-Marketing? Ja, ich dachte, das funktioniert nicht. Gerade bei Startups ist es oft so. Aber natürlich funktioniert das. Ja, wir machen das immer und es funktioniert wunderbar. Nachteil bei E-Mail-Marketing ist, es ist schwieriger, das Ganze zu messen. Und natürlich gibt es auch Märkte, wo es nicht so gut funktioniert, eine E-Mail-Adresse vorher abzufragen. Ja? Hat aber auch wieder sehr viel damit zu tun, worüber ihr euren Traffic generiert, also eure Besucher. Dazu kommen wir gleich noch, also in einem weiteren Video. Ja? Aber so sollte eure Funnel aufgebaut sein. Heißt also, ihr müsst euch erstmal im Klaren sein, was mache ich, E-Mail-Adresse oder Direktverkauf, was empfehle ich euch? Ich empfehle euch am Anfang, ja, kommt ganz drauf an. Also wenn ihr euch technisch in der Lage dazu seht, die E-Mail-Adresse einzusammeln, beziehungsweise das Ganze technisch umzusetzen, empfehle ich euch auf jeden Fall, die E-Mail-Adresse einzusammeln. Ein weiterer Nachteil ist aber natürlich, wir haben mehrere Variablen. Wir haben die Variable der Lead-Profit-Seite. Wir haben also die Variable der E-Mails, die wir schreiben müssen. Also ihr müsst die E-Mails, so müsst ihr euch das vorstellen, es gibt da ein System, was ich euch gleich vorstellen möchte. Ihr müsst die E-Mails nicht immer manuell schreiben und dann verschicken. Also ihr habt nicht eine Datei mit E-Mail-Adressen, sondern es gibt ein sogenanntes Newsletter-System. Heißt also, ihr klickt auf einen Knopf und es werden automatisiert tausende E-Mails gleichzeitig versendet, ja, automatisiert. Und dieses Tool, welches wir dafür verwenden, größtenteils heißt ClickTip. Da kenne ich auch den Gründer Mario Wolosch von ClickTip. Ist ein sehr, sehr guter Freund von mir, ist aber trotzdem, das empfehle ich nicht deswegen, sondern es ist das beste System in Deutschland. Den Link zu ClickTip findest du, wenn du hier jetzt über mir jetzt oben hier auf den Button klickst, da gibt es auch einen Discount, also einen Rabatt, oder eben in der Videobeschreibung, da kannst du dir, also wie gesagt, ihr könnt euch ClickTip sichern und euch das kostenlose ClickTip-Webinar ansehen, wo euch eben erklärt wird, wie ihr eure E-Mail-Adresse wie ihr euer E-Mail-Marketing aufbauen müsst, ja. Oder ihr könnt eben einen Direktverkauf machen, dazu kommen wir aber später noch mehr. Am Anfang würde ich euch generell eher dazu raten, Direktverkauf zu machen, beziehungsweise, es sei denn, ihr sagt, technisch habe ich keine Probleme, ich kann also wirklich mit einem Computer umgehen, um es mal ganz plump zu sagen, ja, dann solltet ihr auf jeden Fall auf E-Mail-Marketing setzen, weil habt ihr natürlich viel mehr davon. Wenn ihr die E-Mail-Adresse habt, könnt ihr mit Follow-up-Marketing eure Interessenten immer wieder und wieder und wieder erreichen. Also wir fangen jetzt mal mit einem ganz simplen Funnel an. Ja, beim E-Mail-Marketing sieht es dann natürlich so aus, derjenige trägt seine E-Mail-Adresse ein und kommt danach auf unsere Verkaufsseite. Ja, das heißt also, entweder direkt die Verkaufsseite oder zuerst die E-Mail-Adresse einsammeln und später über sogenannte Autoresponder, also automatisierte E-Mails, auf eure Verkaufsseite. Ja, um mal ganz simpel zu sagen. Okay, wenn dir das Video jetzt gefallen hat und sagst, ja, cooles Video, ich möchte gerne mehr von dem Jungen wissen oder beziehungsweise mehr erfahren, direkt mehr erfahren, dann tu mir einen Gefallen, gib dem Video einen Daumen hoch. Ja, es gibt Leute, die bewerten es einfach nur negativ, um es negativ zu bewerten. Wenn du das gut fandest und sagst, ich möchte direkt mehr erfahren, klicke jetzt hier über mir auf den Button, und dann kannst du deinen kostenlosen Report downloaden, indem ich dir die 5 Erfolgswege erkläre, um dir im Internet ein Business aufzubauen mit Infoprodukten. Wenn du das Ganze übers Handy anguckst, klicke einfach auf den Link unten in der Videobeschreibung, da findest du auch nochmal den Link zu ClickTip. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder zum Thema Geld verdienen im Internet in dieser Serie. Bis dahin, alles, alles Gute. Ciao.